Batman. Und wir gucken uns jetzt erstmal hier in diesem lustigen Ding um. Bruce, lass mich dir helfen. Ja, Robin. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ich hab dir gesagt, ich brauche dich in Bloodhaven. Scarecrow, Heiliger Bim-Bam. Diese Waffen, das alles geht doch Bloodhaven was an. Hier ist der beste Ort für mich. Sieh mal, bei der Menge an Waffen, die Pinguin nach Gotham gebracht hat, kann das hier nicht alles sein. Er muss noch andere Depots in der Stadt haben. Such nach Beweisen. Das sollte uns dabei helfen, weitere Kühllaster des Pinguins aufzuspüren. Nee. Urahara, leider nein. Der macht nur noch Hörbücher wegen schlechten Internet. Der war vor einiger Zeit mal hier im Stream, als ich Bloodborne gespielt habe. Da hat er mal ein, zwei Streams reingeschaut, da haben wir uns auch unterhalten. Also besser, er hat geschrieben, ich habe geredet. War schön, dass er da mal wieder vorbeigeschaut hat. Also wie gesagt, da ist auch nichts zwischen uns vorgefallen oder so. Wir reden immer noch ganz normal und vernünftig miteinander. Er hat einfach nur halt kein gutes Internet. Wir haben einen Haufen Sprengstoff und du hast Explosivgel. Man braucht... Das klingt auch klar. Weltbesten Detektiv, um auf die Lösung zu kommen! Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es in diesem Spiel super geil. Nicht die ganzen Klamotten, die der Joker sagt, weil das ist manchmal zu viel, finde ich, weil es halt für mich weniger Zeit zum Reden ist, aber wie er immer auf diese Objectives hinweist, mit dem Streicheln und Draufkloppen, das finde ich ist so geil. Das finde ich super. So, nach dem Motto, hier, die Lösung, hier, ja, Lösung. Das ist so gut. Das feiere ich gerade so ein bisschen. Na, ja, wir gehen mal in Deckung. Hast du deinen mickrigen Verstand verloren, Bats? Okay, vielleicht nicht hier. Drück ab und du tötest uns beide! Wie weit kann ich denn hier zurückgehen? Oder kann ich das hier zumachen? Ah, okay. Ich kann erstmal die Tresortür schließen. Wäre vielleicht nicht ganz falsch. Bitte! Was tust du, Bats? Komm schon! Sperr mich nicht ein! Nö, finde ich es in Ordnung, Cold Zero. Soll ich Wäsche waschen? Alfred helfen? Kein Problem. Ganz ehrlich gesagt. Jetzt redet wieder Joker eine Sekunde. Ich glaube. Rocket Beans haben Person of the Year gewonnen, ne? Und Ehren-Award war Gronkh. Ich glaube, letztes Jahr hatte Gronkh den Person of the Year gewonnen. Warum es die Rocket Beans gewesen sind oder geworden sind, ich weiß, hat nichts mit Neid zu tun. Ich hätte es eher Gronkh gegönnt. Aber zweimal in Folge halt. Wahrscheinlich haben sie deswegen dann gesagt, dann kriegt er den Ehren-Award. Eiskalt erwischt! Zwei Verbesserungspunkte. Perfekt. Dann kann ich ja wahrscheinlich erstmal nochmal ein Level leveln. Oder? Wie viele Punkte habe ich jetzt? Drei. Kriege ich dafür noch was in den Batsuit rein? Ja, komm. Also wie gesagt, die Brustpanzerung. Also die Brüste sind schon voll gepanzert gegen Schläge. Jetzt brauchen wir noch kugelsichere Brüste. So, nehmen wir auch noch die kugelsicheren Brüste mit. So. Also ich habe noch meine 680, nee Quatsch, 780 drin. 780, ne? Habe ich drin. Macht noch, was es soll. Für Stream reicht, da ich ja eh alles auf der Konsole halt spiele. Ist hier noch irgendwas, was ich mitnehmen kann? Was ist das hier? Ach, das war die Waffenkiste. Verstehe. Nee, dann. Ich werde Barbara retten. Ich melde mich, sobald ich die Laster vom Pinguin gefunden habe. Danke, Dick. Das weiß ich zu schätzen. Wofür hat man denn Freunde, Bruce? Der Michael, so spät sei gegrüßt. Na, was sagt man dazu? Das alte Team ist wieder vereint. Na gut, dann mach du mal, ich geh mal. Tschüss. Wo muss ich denn hin? Nach oben. Nach oben klingt schon mal nach einem guten Plan. So, nee. Alfred, finde so viel wie möglich über Simon Stack heraus. Der Pharma-Riese? Natürlich, Sir. So, wo ist der Ausgang? Ich hätte mir merken sollen, wie ich reingekommen bin. Jetzt war die Pause und ich habe vergessen, wie ich reingekommen bin. Ach, dieses... Ach ja, hier über diese Leiter sind wir reingekommen. Ich erinnere mich. Was haben wir denn hier? Ein guter alter Hinterhalt. Oh, warte du da, Bats.
Lass den alten Onkel Jay sich um diese Trottel kümmern. Ja, ich schaff das schon, obwohl schon ein Weilchen her. Perfekt! Feuer frei! Schießt alles nieder! Los! Okay. Joker tot. Ich brauche eine bessere Sicht, um den Hinterhalt der Miliz zu vereiteln. Was? Haben wir ihn? Ich weiß nicht, glaube schon. Fitz raus, find die Leiche! Nein, du gehst. Du willst sie doch getroffen haben. Oh, war mein so, Fehler. Wo bin ich? Ach, da hinten. Erstmal mit ihrer eigenen Batman finden. Seid wach. Seid gerade eben. Also, warten wir einfach. Warten, was passiert. Hä? Er ist wahrscheinlich eh tot. Hier? Natürlich ist er das. Wir sind Profis. Er hatte nie eine Chance. Genau. Wir sollten unseren Lohn einsacken und aus der Stadt verschwinden. Und ich komme. Ich habe gerade ein Problem. Ich weiß nicht, wo Batman ist. Ich habe das Gefühl, hier in dem Gebäude und nicht im Kurvis. Ich denke, ich liege da gar nicht so falsch, dass ich es im Kurve. Die Frage ist, wie komme ich da... Also es muss in diesem Gebäude sein. Check. Aber die Frage ist, wie komme ich da hin? Gibt es da einen Eingang? Kann ich mich irgendwo hochziehen? Ich kann auch die Bat-Sicht halt, also diese Detektivmodus sich gerade nicht aktivieren. Von daher fahre ich mal jetzt so rum mit dem Ding. Da sehe ich wenigstens, wenn ich irgendwas anhaken könnte. So, da... Nee. Ja. Aber wie komme ich denn da hoch? Sieht ihr jemand? Ist der da drin? Wenn er noch lebt, gibt es nur einen Weg daraus. Also der ist tatsächlich jetzt hier oben, ja? Das heißt, ich muss hier irgendwie tatsächlich hoch. Da. Hier. Parken. Wie komme ich da rein? Ich muss parken. Da ist schon mal ein Eingang. Alter Schwede. Und dann... kommen wir hier hoch. Und dann gucken wir einfach mal, wo wir dann sind. Aha, wir nähern uns dem finalen Parkdeck. Wo wir... Ah ja. Ich muss alle Einheiten der Miliz und die Geschütze ausschalten, bevor ich die Fernsteuerung deaktiviere. Ah, ich will schießen, Mann. Nein, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ich sag ja, ich habe ja die Steuerung umgestellt. Das wäre noch eine Info, Robin, für dich, weil du es auch spielst. Ich habe die Batmobil-Steuerung umgestellt, dass ich die Taste nicht permanent gedrückt halten muss. Und jetzt muss ich mich umstellen. Sorry an der Stelle. Jetzt hatte ich gerade die alte Steuerung wieder drin. Das heißt, ich halte jetzt einmal L1, ich tippe einmal R1. Bin dann in dieser Sicht, muss die Taste nicht halten und kann dann einfach mit den Trigger-Tasten L2, R2 schießen. Ja, und da kann ich ja auch alles kaputt machen. So, ich glaube, ist kaputt, ne? Ach, oder ist das Ding noch da? Jetzt ist es weg. Die Fledermaus hat schon zu lange die Kontrolle. Es wird Zeit, dass wir den Spieß
Ich weiß gar nicht, wie viel Prozent. Gucken wir mal. Erstmal kann ich jetzt hier runter wieder. 37, sagt er. Wow, ich persönlich hätte scharfe Munition benutzt. Miracle Arts, danke fürs Vorne zu so später Albert, Stunde, mein Lieber. Was wissen wir über Simon Stagg? Mal sehen. CEO von Stagg Enterprises, eine fortschrittliche medizinische Forschung und Entwicklung und Lexi, komm gut ins Bett. Unternehmen. Ich bin unterwegs zu Staggs Luftschiff. Scarecrow war auf dem Weg dorthin und das ist unsere einzige Spur zu Barbara. Die Bedrohungsanalyse zeigt, dass Founders Island mit Langstreckenradar und Raketenwerfern der Miliz beschützt wird. Sobald sie die Brücke überqueren, wird das Batmobil aufgespürt und angegriffen. Keine Sorge, Alfred. Ich gehe zu Fuß und bleib auf den Dächern. Such nach den Bauplänen dieser Luftschiffe. Sehr wohl. Viel Erfolg, Sir. Auf wie viele Stunden beläuft sich das Spiel? Ich habe halt keine Reviews oder so gelesen. Weiß das einer? Wie viele Stunden so eingeplant sind? Also normal, kein Platin-Run, sondern halt so die Hauptstory und plus die Nebenstories. Außer die Riddler-Trophäen. Also nicht alle 273 oder wie viel es gibt, sondern halt davon nur so eine gewisse Anzahl. Wie von wie viel Stunden Spielzeit wir da reden? Von 20, 40, 80. So, da hätten wir schon wieder so ein Panzermobil. Die anderen sind noch nicht aktiv. Da haben wir nämlich im Moment nichts. Außer Riddler. Das heißt, wir könnten hier nochmal so ein Moped machen. Der Scanner hat gerade einen Panzerwagen aufgespürt, Sir. Die verstärken die Schutzmaßnahmen für ihre Lieutenants. Seien Sie vorsichtig. Naja, kriegen wir hin. Sir, sechs Luftschiffe sind festgemacht und gesichert. Wir holen ihn ran. Ja, gut, das könnte ich befragen später. Und Lieutenant, ich werde Ihnen eine weitere Einheit für den Wachdienst zuweisen. Wen bewachen wir? Scarecrow. Der Boss will an Bord kommen. Er ist an uns dran. Ich bin... Au! Dummes Ding! Die Verstärkung ist unterwegs. Haltet durch. Aua, geht ja ganz schön rund hier. Jetzt hatten wir mal den ersten Laderuckler. Aber unten hat dann auch das Batman-Symbol geblinkt. Also keine Ahnung, ob er wirklich nachladen muss und wir gerade eine Stadtgrenze überquert haben. Das sehe ich gerade nicht. Hier mitten im Combat. Boah, dieser Sound ist ziemlich geil. Okay. Ja, vielleicht sollte ich ja nochmal dieses Rammen skillen. Ich glaube, bei den ganzen Mengen könnte es echt nützlich sein. Und dann können wir die einfach wegrammen. Dieses Seitwärtsrammen bringt halt nicht so viel. Gibt halt noch so ein zweites Rammen, was ich skillen kann. Power-Rammen. Oh, ich bin falsch gefahren. Ich bin falsch gefahren. Batman. Alter Schwede. Boah, ich ramponiere die halbe Stadt mit dem Auto. Boah, der fährt aber wie der letzte Henker. Gegner fährt ins Wasser. Ob ich Glück gehabt. Alles andere in diesem Spiel kannst du kaputt machen, nur vom Pier. Die Balken nicht, die halten, dass er ja nicht ins Wasser fällt. Immerhin. Boah, wie viel Leben hat der? Achso, das steht sogar da oben. Ich sehe es nur nicht, weil ich da nicht hingucke. Hurra für Mopedmann kaputt. Und Auto von Polizei auch kaputt. Noch einen Lieutenant verloren. So. Perfekt. Dann haben wir das auch. Und dann, ne, nicht nochmal Riddlern heute, oder? Ne, heute nicht mehr Riddler. Haben schon genug geriddlert. Das heißt, wir gucken lieber mal Richtung Hauptstory. Das ist doch alles schon kaputt. Ja, ich habe die ganzen Wände gerade auseinandergerissen, Michael.
tatsächlich. Man kann so ein bisschen steigen. Na, immerhin. Ja, du guckst halt immer nur in die, in die Mitte. Kann ich hier das Auto rufen? Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Gott, ich will nicht landen. Weil du halt immer in die Mitte des Monitors guckst und die Randinformationen, wenn du nicht weißt, dass sie da sind, guckst halt nie drauf. Komm ich hier nicht hoch? Guckst halt nur dahin, wenn du weißt, dass da was ist. Sonst achtest du da halt echt nicht drauf. Oh, jetzt sind wir fast da. Das ist genug, du Pisser. Sprich aber nicht lauter, wir können dich nicht hören. Scharfschützen? Ihr werdet nicht gewinnen. Alter Schwede, jetzt ist alles voll. Das ist ja das reinste Monstergebiet. Spiel es aus, Freundchen. Du bist erledigt. Die ganze Stadt ist erledigt. Es gibt absolut nichts, was du oder sonst jemand dagegen tun könnte. Seh dich da um. So, kurz mal in den Chat nachlesen. Genau, sind alle davon gerannt. Diese Straßen gehören uns. Nicht mal die Bullen wollen sich mit uns anlegen. Zumindest nicht, wenn sie wissen, was gut für sie ist. Ich glaube, wir haben seine Gefühle verletzt. Er sieht aus. Was? Ente war schuld? Ja, wobei, ja, ich auch. Manchmal übertreiben sie es tatsächlich mit den Anzeigen, das stimmt schon. Wobei, hier geht's eigentlich. Wo muss ich denn genau hin? Irgendwo hier hin. Die Miliz hat Stacks Luftschiff gekapert und einen Wachturm mit Geschützen errichtet. Sieht aus, als würden sie von dem zentralen Kommandopunkt gesteuert. Ich muss ihn ausschalten. Der Soldat ist mit einem Gerät ausgerüstet, das meine Detektivmodus-Systeme orten kann. Wenn ich sie zu lange einsetze, kann er meine Position bestimmen und seine Leute... Ach so. Na, wenn's mehr nicht ist... Stell dir Stacks Gesicht vor, als wir ihn harponiert haben. Ja, dumm, dass er jetzt genau da drunter gegangen ist, unter diese Brücke. Aber er kommt raus. Den würde ich dann halt ganz gerne als erstes ausschalten. Uiuiui, so war es nicht geplant. Aber okay, zwei sind besser tot als lebend. So, da haben wir noch eine Drohne. Der die steuert. Da hinten kommt der Mopedmann rum. Ja, genau dieser Mopedmann. So, war das der? Mit der Detektivsicht? Er zieht sich hoch? Ich doch nicht. Da ist noch einer. Ein Gegner unbewaffnet. Wo? Und der will mich holen. Unbewaffnet, natürlich. Die Drohne ist explodiert. Ach so. Jetzt verstehe ich das erst. Der hat ja gerade auf die Drohne gezielt. Und nur solange, wie der anscheinend auf die Drohne zielt, ist sie aktiv. Wenn er halt, wie er gesagt hat, scheiß auf die Drohne. Explodiert die. Er muss die quasi aufladen. Oder steuern. Ruhe und Puff. Okay, ich habe die Milizen ausgeschaltet. Jetzt muss ich den Turm deaktivieren. Nichts leichter als das hier. Turm deaktivieren. Machen wir noch mit links. Achso. Das ist die offizielle Methode zum Turm deaktivieren. Explosivgel. Früher hat man mal Sachen gehackt und heute in die Tastatur. Was? Nee, Cold Zero, wie kommst du denn darauf? Ich hasse Erdnussbutter und Zwieback ist... Nein, nur Luftschiff. Wenn ich krank bin. Was hast du gefunden? Nutella schon eher. Auf den Blaupausen ist eine Luke zu sehen, die von der Oberseite des Schiffs aus erreichbar sein sollte. Ungarisch. Nom. Mr. Stack liegt wohl viel am Schutz seiner Forschung. Die Sicherheitsvorkehrungen dürfen hoch sein. Sei gegrüßt, wie dich jetzt erst. Danke, Alfred. Und nach Lucius, Marco, wie kommen Sie mit dem Distanz-Hacking-Gerät voran? Ich werde es bald brauchen. Vielleicht sollten Sie Hellseherei in die Jobbeschreibung aufnehmen, Mr. Wayne. Ich lade die neueste Entschlüsselungssoftware in das Terminal im Lager im Wayne International Plaza. Dort können Sie sie abholen. Also muss ich jetzt tatsächlich zurück zum, Wayne Dings Bums Plaza Mobs. Der ist doch wieder am Arsch der Welt, oder? Kannst du mir doch jetzt nicht erzählen.
Aber wir haben irgendwelche Türme hier als neue Mission. Aber da ist im Moment keine verfügbar. Ich werde nicht zulassen, dass die Miliz den Luftraum mit ihren... Also das heißt, wir müssen tatsächlich zurück... Ah, wir könnten so ein Raketenauto kaputt machen. Das ist bestimmt ganz lustig hier. Hier gibt es ja ganz viele Raketenmopeds. Ja, komm, ey. Machen wir noch so ein Raketenmoped. Der Scan hat einen Panzerwagen gefunden. Die Truppenzahlen legen nahe, dass die Hälfte der Kommandoriege erledigt wurde. Drehen wir das Spiel zu ihren Gunsten. Ja. Oh. Tu doch nichts. Sei gegrüßt, mein Lieber. Er tut ja nichts. Und fürs Follow danke ich dir natürlich auch. Only Inhuman. Du auch. Dankeschön. Habe ich das übersehen? Hat Ente einen Raid rübergeschickt? Danke, Only. Und natürlich auch Ente. Ich habe es echt nicht gesehen. Sorry. Ja, ich habe gerade schon gesagt, das ist bei diesem Spiel halt Fluch und Segen. Du musst halt eigentlich immer drauf gucken, was du hier machst. Beim Fliegen, beim Steuern, beim Kloppen. Das heißt, du hast, wenn du wirklich spielst, wenig Leerlauf, um mal in den Chat zu gucken. Ja, das tut mir auch verdammt leid. Wenn wir jetzt so beim Gleiten geht's. Ich muss mehr gleiten. Ja, stimmt. Ein bisschen Auftrieb kriege ich. Lexi Spicy, komm gut ins Bett. Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht gestreamt. Verdammt! Dann trotzdem danke fürs Follow, auch wenn du nicht von Ente kommst. Und trotzdem hallo Ente. Ich würde gern vielleicht noch einmal boosten. Ich komme da nicht rum. Und mich dann direkt neben dem Auto irgendwie runter katapultieren ins Bettmobil. Aber das fährt irgendwie schneller als ich. Ja komm, wir machen hier einfach mal wubbeldi-wubbeldi. Ja, und das parkt natürlich genau in der falschen Richtung. Dummes Bettmobil. Ist genauso intelligent wie Plötze. Wie Plötze, nur mit Knarren. War wirklich mal Framedrops. Das war jetzt absichtlich wegen Slow-Mo-Effekt. Da, fuck. Okay. Oh, da war ein Informant von Riddler. Na egal, keine Zeit. Wir müssen ganz kurz hier weg, hier die Moped-Männer kaputt machen. Komm später wieder. Ja, vor allen Dingen interessant ist, ich meine jetzt nur von der Logik, klar, es ist hier drin, um halt ein Element vom Spiel zu bieten, aber von der Logik, du bist halt als Batman unterwegs, irgendwann stehen die Moped-Männer da und greifen dich halt an. Aktiv, ne? Sie greifen dich an. Und in dieser Mission flüchten sie dann halt, was halt total unlogisch ist, weil die gleiche Macht stellt sich mir sonst aktiv entgegen. Das, warum die flüchten, keine Ahnung. Einfach damit man halt hier ein bisschen racen kann. Das ist halt wirklich nur als Element reingebaut. So von der Logik her ist es halt irgendwie eigentlich bumsdumm. Ja, ist wieder ein Riddler-Rätsel zur linken Hand. Ich komm nicht näher ran, ich müsste mal boosten, wa? Boah, der fährt halt so enge Kurven, dass ich gar nicht aufschalten kann. Ja, jetzt... Alter, ich brauche aber noch viele Schüsse. Ja, bestimmt. Ja, noch einen. Oder keinen. Einfach mal reinrammen. Die Miliz hat einen weiteren Lieutenant verloren. Hurra! Ausgezeichnet, Sir. Es dürfte nur noch die Hälfte übrig sein. Besser, komm gut ins Bett.
Uni 3 Stunden heimfahren. Okay, also kein Heimstudent, sondern ein Auswärtsstudent. Oh je. Das hat ein Studienkollege auch. Der ist von Duisburg nach Göttingen jedes Mal gependelt. Eine ganz schöne Strecke. Halt freitags zurück und sonntagsabends wieder zum Studienort. Alter Schwede, das schlaucht. Ich wünsche dir viel Glück und Durchhaltevermögen für dein Studium. Verflucht ist es! Keine Sorge! So, was haben wir jetzt noch? Nur Hauptstory. Ja komm, dann holen wir uns mal hier die Infos. Wo ist denn die richtige Richtung für Infos? Weiß nicht, fahr mal den Pfeil nach. Das ist aber eine echt fiese Wolke über Ace. Ja, die Wolke über Ace. Was hat Chris schon wieder gemacht? Stimmt, also mit Stick nach oben ziehen, jetzt wo ich die Steuerung, das Invertieren aus habe, kommst du halt doch deutlich besser nach oben. Also dreimal X-Tabben beim Rauskatapultieren, beziehungsweise hier jetzt auch mehrfach X-Tabben. Und dann nach oben ziehen, den Stick. Dann kommst du halt eben in diesen Gleite-nach-oben-Modus. Ich hoffe doch, dass die Fledermaus in der Explosion gestorben ist. Achso, okay. Dann geht's ja. Besso. Für die Freundin macht man das ja gerne. In der freudigen Erwartung des Wiedersehens. Nicht, was ihr denkt. Ihr Ferkel. Ja, was man alles Verrücktes tut. Ich bin ja auch 2 Jahre gependelt wegen meiner Frau. Alter Schwede. 600 Kilometer. Eine Strecke jedes Wochenende. Also 1200 Kilometer pro Wochenende. Oh Gott, ey. Liebe ist halt irgendwie schlimm. Schlimmes Ding. Ich hätte vielleicht erst die Mission machen sollen, dann hätten wir uns das sparen können. Ich glaube, wir waren direkt nebendran, weil hier sind die Zeppeline. Naja, geht dann erstmal immer schlauer. Hallo Asi von Asi. Ach die. Ja, ich mache auch jetzt gleich Schluss, also lange mal nicht mehr. Warum schleppen wir die ganzen Zivilisten mit? Der Rätseltyp, der Brite. Und Grimm, ja auch eine gute Nacht. Ja dann, klopfen wir mal an. Warum nimmt er nicht alles mit? Alles sofort. Das wäre viel cooler. Distanz-Hacking-Gerät. Sicherheits- und Multi-Hack-Gerät. Löst umliegende Objekte und fallen aus der Ferne aus. Jawohl, ja. Unser Multifrequenz-Hacking-Tool. Oben auf dem Luftschiff ist eine Wartungsluke. Ich kann mit dem Distanz-Hacking-Gerät hineingelangen. Wo? Ich weiß, warum es dir hier oben gefällt, Bats. Hier hast du Zeit, über die wichtigen Dinge nachzugrübeln. Zum Beispiel, ist Oracle tot? Ist das alles meine Schuld? Wer stirbt als nächstes? Dieser Arsch. Jetzt runter da, dann finden wir es raus. Dieser Arsch. So, dann gucken wir doch mal, wo unser Ding ist. Ja. Ja, scan mal schneller. Wie ein C64 hier. Achso, ha! Ich glaube, ich muss das da hacken. Ach, ich doofe Depp. Bio. Biologie, Chemie. Sag ich doch. Ja, das hätten wir gerade direkt am Anfang des Streams halt schon gebrauchen können. Ich glaube, damit hätten wir dann dieses eine Riddler-Rätsel lösen können, wo wir davor standen. Achso, Türen öffnen bitte. Wuppdiwuppdi. Was ist das denn hier schon wieder? Lustige Kampfdrohnen. Natürlich funktioniert sie. Das habe ich noch nie gesehen. Gucken wir erstmal hier was rein. Neue, hochmoderne Drohnentechnologie ist. Was kann sie?
Das haben wir doch schon besprochen. Mobot hatte gerade einen Disconnect. Ja, kann halt ab und zu mal passieren, dass die neu starten. Der sollte dann wiederkommen irgendwann, hoffe ich. Ab und zu starten die ja die Klamotten halt neu. Hier komme ich runter? Nein, da komme ich nicht runter. Ach du Scheiße, was ist das denn? Was machst du da? Ich demonstriere dir noch etwas. Wie du sehen kannst, sind die Ziel- und Steuerungssysteme jetzt fast perfekt. Sieh hin, das Licht ist weiß. Das ist gut. Das heißt, dass sie dich als Freund erkennt. In dem Modus was habe ich jetzt getan? Denk aber dran. Wenn das Licht rot ist, wirst du zum Ziel. Was sollen wir in dem Fall machen? Dann bleib dir weg von ihr. So. Was ist denn hier das Rätsel? Der eingebaute Prozessor errichtet ein nicht hackbares Netzwerk. Und nur mit diesem Gerät lassen sich die Drohnen steuern. Wärst du da nicht die Schwachstelle? Sehe ich etwas. Da ist ein Schalter. Ich check grad dieses Rätsel nicht. Scarecrow hält sich ja mal mehr als bedeckt. Nicht mal die Truppenführer wissen, was vor sich geht. Da war ich doch. Ich bin nur hier reingegangen. Ach so, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, tatsächlich, dass es jetzt wirklich so einfach ist, weil ich jetzt zu sehr um die Ecke gedacht habe, ich muss dieses Distanz-Hacking-Mobs-Ding nehmen und... Ja, natürlich. Ja, danke schön. Das war zu einfach. Das war zu einfach. Daran habe ich gar nicht gedacht. So, und hier können wir runter, ne? Die Soldaten nutzen eine unbemannte Drohne. Wenn ich die Fernsteuerung des Piloten hacke, kann ich die Drohne umprogrammieren und gegen sie einsetzen. Ja. Nutze dein Hackdings. Slash hacken. Ja, ja, das war zu einfach. Da habe ich gar nicht dran gedacht. So, der Mobsmann hier. Erstmal hier... Das meinte ich halt. Das hat am Anfang gefehlt, dass halt solche Klamotten erklärt wurden. Und jetzt hier wurde es jetzt wirklich mal mit dem Tool. Jetzt kann ich die Drohne gegen sie einsetzen. Finde ich gut. Das finde ich gut. Da bin ich jetzt schon Fan von. Haben wir hier noch was? Nö, hier ist nichts. Ja, bei den ersten Gadgets wurde es halt nie erklärt. Und komme ich hier raus? Kann ich die Tür einfach aufmachen? Vielleicht. Nicht erkannt. Zugriff verweigert. Ich glaube, die Antwort ist... Nein. Komme ich denn da rein? Sicherheitskontrolle. Achso, ja dann kann ich erstmal das Ding hier aufmachen. Ist auch gar nicht jetzt am Anfang übertrieben, ne? Also erst, Protein? Ja. Plural, Proteine. Aber schon nicht falsch. Ach je, oh je. Sie haben einen Weg hineingefunden, Sir. Irgendeine Spur von Mr. Stack? Noch nicht. Der Arkham Knight und Scarecrows Truppen haben getötet, wen auch immer sie finden konnten. Es muss einen Grund geben, weshalb Sie da sind, Sir. Was haben Sie vor? Jetzt ist nur Barbara wichtig. Wenn sie sicher ist, kümmere ich mich um den Rest. Aber, Sir, Sie haben die Chance, dies zu beenden. Stellen Sie Scarecrow und retten Sie die ganze Stadt. Auch Miss Gordon würde das wollen. Ich werde niemanden mehr verlieren, Alfred. Einer von euch jetzt gesagt, wie lange das ungefähr geht? Weil das ist die Antwort auf die Frage, die ich schon gestellt habe, habe ich halt nicht gelesen, falls sie beantwortet wurde. Ich sollte jetzt die volle Kontrolle über das Stabilisierungssystem des Flugschiffs haben. Das Distanz-Hacking-Gerät funktioniert aber nur innerhalb eines gewissen Radius um die Steuerkonsole. Was? Ich kann das Wort noch nicht mal lesen. Luftschiff-Stabilitätsspanne. Ach was. Ja. Dann.
Was bringt mir das jetzt so? Okay, von der Logik her. Da ist ein Ding, was ich bewegen kann. Was ist das hier? Da komme ich noch weiter nach unten. Will ich weiter nach unten? Was gibt's da unten? Freibier? Alternativ könnte ich das Ding hier versuchen rauszuwubbeln. Oder reinzuwubbeln. Obwohl, ich kann nur nach links und rechts, oder? Was bringt mir das, wenn ich das hier hinfahre? Nix, ne? Sinn ist, ich sollte wahrscheinlich durch diese Tür da wollen. Warte mal. Nur mal jetzt ganz kurz testen. So, ich möchte nach da. Ja, nicht so schnell! Alter Schwede. Nee, alter Schwede. Entschuldigung für die alter Schwede. Es geht halt nur schnell. Nein, also das funktioniert nicht. Ich kann nur links und rechts machen. Also, never mind. Das funktioniert nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Gehen wir erstmal hier gucken, was es hier für Freibier gibt. Wo bin ich hier? Kam ich hierher? Will ich hier sein? Muss ich hier sein? Hier ist gar nichts. Okay. 40 Stunden, 30 Stunden mit Hauptstory und Nebenquest. Also umgekehrt wahrscheinlich, aber okay. Ich hätte jetzt gedacht mehr. Weil es bei der GameStar, glaube ich, einen Umfangs-Award bekommen hat. Und jetzt dachte ich, ne, nachdem wir ja auch so Spiele gerade wie Witcher hatten, dass ein Umfang dann so sein sollte. Guck mich mal ganz kurz hier um. Aber hier ist nichts. An Bord dieses Schiffes können Sie sich zum Beispiel unser aerogenes Impf- und Behandlungsprogramm ansehen. Eine Technologie, mit der wir Hunderttausende von... Ja, ich weiß im Moment nicht, wie mir diese Luftschiffsteuerung helfen soll, da reinzukommen. Also hier komme ich nicht rein. Naja, Tür verschlossen. Wenn ich das jetzt hier kaputt bummer, ist das Sinn? Da sind jetzt schon Sprünge drin, waren die vorher? Moment mal. Machen wir das nochmal. Aber was bringt mir das, wenn ich die Scheibe da kaputt mache? Oder? Die Scheibe geht mehr kaputt, oder sieht das im Moment nur so aus? Aber warum? Ich meine, was für einen Sinn hätte das, diese Scheibe da jetzt kaputt zu machen? Null. Nein, bringt null. Oder? Ach so, 30 Hauptstory und nochmal 40 on top mit den Nebensdingen. Und Robin sagt, ach so, warte mal, diese Drohne da. Ach so, ich komm... Ah. Lol, das sieht man aber kaum. Ah. Okay, jetzt sind wir schon mal da, wo wir noch nicht waren. So. Was sind diese Dinger? Hat das einen Sinn? Ich mach's mal kaputt. So, da kann ich jetzt Kisten. Was? Solange die Stabilitätssteuerung aktiv ist, kann der Magnetverschluss der Stack-Frachtkisten mit dem Distanzhacking-Gerät geöffnet und geschlossen werden. Ach so. Ja, dann möchte ich bitte mal hacken. So, grün ist... Heißt jetzt, das wubbelt? Das wubbelt? Wubbelt it? Ich weiß nicht, ob es wubbelt. Ja. Ah ja, verstehe.
Ups. So, dann haben wir da schon mal unseren Durchgang. Perfekt. Naja, nicht ganz. Na, weil da ist noch eine Riddler-Trophäe. Muss mal ganz kurz hier nochmal das Ding wegwubbeln. So, gehen wir weg. So, die Frage ist, wie komme ich denn jetzt hier hin? So? Ja gut, okay, das ist einfach. Das kriege ich auch hin. Einfach nur X drücken. Wahrscheinlich ist es hinter mir die Selbstschussanlage und ich muss mein Plötzemobil auf dieses Luftschiff kriegen. Nee, oder auch nicht. Dankeschön. So, dann können wir das Ding wieder rüberparken. Dankeschön. Eieiei. Achso, das sind zerstörbare Objekte. Achso. Ja, das habe ich bis jetzt nicht verstanden, aber jetzt habe ich verstanden, was ihr sagen wollt. Das ist halt quasi sowas halt, ne? Nur als zerstörbar. Was? Wo? Warum? Ah. Verstanden. Ferngesteuerten Wetterrang. Schwubbeldi-wubbeldi. Und einmal bitte mitnehmen. Dankeschön. Für Riddler-Trophäe. Was? Wer bist du? Hallöchen, Captain Bumsmann. Auf die Gelegenheit. Ja. Schön, dass du so Klingen am Arm hast. Sie interessieren mich nicht. Geh einfach weg. Kann auch nix, der Mann. Einfach mal schön Bettumhang betäuben und einfach durchprügeln. Oh Mann. Plötzemobil, ja. Es ist doch hier das Plötzemobil. Das Plötzemobil der Herzen. Ist genau wie Plötze, nur mit Waffen und Raketen. Ansonsten ist das absolut identisch. Wie komme ich jetzt? Wo kam ich? Wo muss ich? Da ist doch die andere Seite von dem Ding, oder? Also sprich, quasi, ich bin jetzt durch und gehe jetzt durch. Muss ich hier wieder was hackern? Hackern? Ach nee, ich muss hier Konsolen. Nee, muss ich nicht. Ach, von wo kam ich denn? Nein, ich kam doch von hier. Ich will nach dort. Hä? Ja, Moment, ich kann hiermit nicht agieren. Also interagieren. Kann ich das jetzt hier hacken? Hacker, 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 Hacker. Wo? Oh, hier? Nö. Da ist Sue. Was ist das? Verstehe ich nicht. Welches Gitter betrete ich denn? Ja, das da hinten. Ich will doch da gar nicht hin. Da kam ich her. Alter Schwede. 500 Kilometer weit entfernt vom Hotspot und er sagt, ich kann es benutzen. Auch ein bisschen dumm. Wo ist denn hier die Steuerung von dem Moped? Da. Vermute ich mal. Kann ich so weit hacken? Ich glaube, die Antwort ist nein. Alter, was die Hölle auf dem Luftschiff machen? Die Drohne kann ich auch nicht hacken. Was kann ich denn hier überhaupt machen? Alter. Alter, nee. Urahara, mich darfst du nicht abonnieren.
Ich bin zu dumm zum Computerspielen. Du guckst da vor und siehst es nicht. Mach's hier, ne? Hecke, Hecke. Nix ist Hecke, Hecke, Hecke kaputt, weil Hecke muss geschnitten werden. Und dann gehst du aber 3 Meter mal nach links und siehst, dass du doch hacken kannst. Alter, wie fies ist das denn? Entschuldigung für die Alter. Immer wenn ich mich aufrege. Aber um deine Frage zu beantworten, 4,99, also umgerechnet, keine Ahnung, 4 Euro, schieß mich tot im Monat. Zahlen wir mit PayPal, jetzt neuerdings auch mit Amazon Payments, PaySafe Card, wie du möchtest. Alter Schwede. Tu's nicht. Tu's nicht. Ich krieg noch nicht mal die Hecke geschnitten. Alter Schwede. Das war aber nicht mein Wähler, das Spiel ist schuld. Da, Ente. Elem-Ente. Die Elem-Ente. Hurra, hurra für Tür offen. Eieieiei. Nee, only inhuman. Das hat nichts mit Müdigkeit zu tun. Ich bin echt noch nicht müde. Selbst wenn ich gleich den Stream ausmache, bleibe ich noch locker 2-3 Stündchen auf. Du siehst es halt einfach nicht und es ist halt dumm, dass halt Spiel es dir nicht anbietet zu hacken, sondern dass du halt echt rumgehen musst. Die Soldaten haben nicht gerechnet. Stack. Und so wie er aussieht, hält er nicht mehr lange durch. Ich muss ihn retten. Oh, sind die Dateien? Ich verrate es nicht. Sollen wir dir deine Finger abschneiden? Von mir aus. Ach schon gut. Nevermind. Geortet alle unbewaffnet. Nur dann. Können wir ja einfach mal draufhubbeln, wa? Wenn die keine Waffen haben. Dann sollte das ja gehen. Warum ist mein... Also ich sehe in diesem Spiel ehrlich gesagt sehr schlecht, warum meine Kombokette abgebrochen wird. Weil gefühlt habe ich keinen Hit gekassiert. Jetzt schon wieder. Und ich weiß halt nicht warum. Nein, ich wollte hinter den. Ich wollte hinter den dicken Mobs, Mann. Ja gut, jetzt gerade, dass ich fehle, ich weiß. Das ist mir bewusst, weil ich jetzt das machen wollte und nicht dahinter kam. Geh weg! Lass mich mal! Bitte! Gut, dass ich so viel Panzerung mittlerweile habe. Immer diese dicken Mobs miteinander dazwischen. Oh, Ruhe im Puff. Gott, oh Gott. Keiner mehr da? Doch, da ist mal. Geh weg, ey. Ja, wenn ein Schlag aussetzt, aber ich sehe halt gefühlt nicht wann. Das fand ich in den anderen Teilen etwas angenehmer, muss ich sagen, weil das hier nochmal gefühlt ein bisschen schneller ist. Hallo, Herr Stack. Vielen Dank. Die hätten mich umgebracht. Wieso? Tanja. Was haben sie getan? Nichts. Diese Tiere stürmten rein und feuerten drauf los. Sie haben diese Zylinder eingesammelt. Nimbus-Generatoren. Eine absolut saubere Energiezellentechnologie, die wir entwickelten. Wo ist Scarecrow? Er ist auf dem 2. Luftschiff. Hatte er jemanden bei sich? Oh. Sie meinen Barbara Gordon. Wir wissen doch beide, dass sie schon tot ist, oder, Bates? Dieser Joker. Ach so, die leben wieder. Leben die wirklich wieder, oder bilde ich mir da gerade ein? Hallo? Die stehen alle wieder auf. Ist das gut? Ich glaube, das ist nicht gut, oder? Die stehen alle wieder.
Ich glaube, ich werde wahnsinnig. Geh weg! Böse Jokers! Ich werde verjokert. Ziel gesichert. Wir bringen ihn zu Arm 2. Kommen. Batman! Nein! Klappe! Sag auf Wiedersehen. Du siehst ihn nie wieder. Ein innerer Kampf. Was? Alter Schwede. Ich sehe gerade auch schon, dass wir wieder eigentlich richtig spät haben. Ich habe schon zu viel überzogen. Wir müssen Schluss machen, ihr merkt. Ich bin völlig im Gaming-Flow, dass ich gar nicht auf die Uhr gucke, Freunde. Lass uns noch eine Minute quatschen. Das Spiel wird jetzt ja hier gespeichert haben. Wir machen hier Montag weiter. Nein, Dienstag. Montag ist ja Witcher.